Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Ja, heute gibt es wie versprochen die 7. Bonusfolge, wieder ein Unboxing zu einem wesentlichen Bestandteil dieses großen Brettspielraumes, der über 20 Quadratmeter groß ist. Ich mache nochmal so einen Rundumschwenk. Ein riesengroßer Raum, 20 Quadratmeter, Deckenhöhe knapp 3 Meter. Jetzt sind wir gleich wieder da. Ja, das hatten wir uns ja in der 5. Bonusfolge angeguckt. Den großen OLED-TV von Samsung, den S95C. Jetzt geht's weiter in der 7. Folge. Nachdem wir in der 6. Folge, da gehe ich auch nochmal ganz kurz hin, da hatten wir uns ja schon mal hier angeschaut, was in diesen Kartons drin ist. Das so gesehen, das HiFi Entertainment System, der AV-Receiver von Denon, der AVC3X3700H und die Lautsprecher von Canton. Zweimal Movi 365 und einmal Movi 165 für das sogenannte 10.3.4 Soundsystem. Ja, all das hatten wir uns letzte Folge angeguckt, in der Folge 6. Und jetzt geht es weiter mit diesem großen Karton in der 7. Folge. Und dieser Karton, der Inhalt dieses Kartons, das soll später hier oben im obersten mittleren Fach, wo die ganzen Lüfter zusammenlaufen, dort soll dieses Gerät hier nachher seinen Platz finden. Ja, was ist hier drin? Hier drin ist ein großer Beamer, ein 4K-Beamer von Benkuh. Ich gucke gerade, ob wir es irgendwo lesen können, da steht es. Das ist der W5700 in der Black Edition. 4K HDR, 8,3 Millionen Pixel, Cinematic Color, Cinematic Master Video Plus und so weiter und so fort. Da wollen wir mal in den Karton reingucken, das Gerät mal auspacken und schauen, ob das auch nachher in das Fach reinpasst. Also ich glaube, der Karton, wenn ich hier so vorstehe, der passt alleine schon ohne Probleme in das Fach rein. Also wird auch der Beamer in das Fach reinpassen. So, jetzt öffnen wir mal den Karton. Erste Öffnung, alles noch original verpackt. Ich schneide hier mal vorsichtig dran lang, einmal hier an der Seite, dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Ich wechsle mal die Hand, das ist doch einfacher. Und dann kann man hier auch nochmal entsprechend dran lang schneiden und dann nochmal hier oben drauf. Zwischen den beiden, da, jetzt bin ich in der. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Ja, es öffnet sich. Es war ein bisschen laut. Ich hoffe nicht zu laut. Gucken wir einmal in den Karton rein. Ich werde ihn einfach mal erstmal so öffnen, dass wir einmal uns einen Überblick verschaffen, wie gut das Ganze hier verpackt ist. Da ist ein schwarzer Umschlag. Da gucken wir gleich als erstes rein. Ja, oben auf liegt hier ein kleines Paket mit Anleitung, mit Fernbedienung, mit Batterien, mit einer Supportkarte für diesen Beamer. Und was heißt hier im schwarzen Unterschied? Man kann es schon lesen hier, individuell Calibration Report. Da ist nochmal genau beschrieben, dass dieser Projektor ab Werk bereits kalibriert wurde. Gucken wir einmal kurz drauf. Mit entsprechenden Testzyklen ist der entsprechend eingerichtet worden, die entsprechende Seriennummer. Und dann ist das hier auf einer Seite. Ja. Color Gamut und Color Gamma. Alles soweit eingestellt, so dass es genau richtig funktionieren soll. Ja, das kann man wieder hier rein. Legen wir das schon mal zur Seite. Gucken wir mal, jetzt muss ich ihn wahrscheinlich, ja, der hat jetzt hier zwei große Blöcke. Da werde ich euch mal kurz zur Seite nehmen, das Gerät mal auf den Tisch stellen und dann gucken wir uns das Gerät nochmal im Detail an. Bis gleich. Ja, der Karton ist leer, nur noch die Verpackung ist drin, der Verpackungsschutz. Ich habe ihn mal ausgepackt, ausgetütet, angeboxt, so gesehen.
Und wir gucken einmal, was haben wir. Wir gucken uns das Gerät gleich an. Wir schauen erstmal, was wir hier haben. Hier ist natürlich die Bedienungsanleitung in ganz vielen Sprachen. Da ist natürlich auch Deutsch dabei. Digitalprojektor-Installationsanleitung. Dann haben wir hier noch so eine kurze Hinweisblatt. Dann haben wir hier die Garantiebestimmungen. Eine Fernbedienung, zwei Batterien, ein Stromkabel und noch so ein kleiner Support-Assistent, wenn man Fragen hat zum Gerät. Ja, und hier ist das eigentliche Gerät. Ich habe es hier auch mal auf den Drehteller gestellt. Dann kann ich euch jetzt ohne Unterbrechung einmal das Gerät zeigen. Das ist so gesehen der BenQ W5700. Im englischsprachigen Raum bzw. in Amerika wird er bezeichnet als HT5550. Ja, hier in Deutschland läuft er unter BenQ W5700, einer der besten Geräte aus dem Jahr 19 und immer noch unschlagbar. Es gibt natürlich auch schon andere Geräte in diesem Preissegment, aber er ist immer noch einer der führenden Beamer, der auch verkauft wird laut meinem Anbieter, wo ich ihn gekauft habe. Ja, gucken wir mal. Ich lasse erstmal alles noch eingebaut, noch zusammengeklebt, weil ich ihn gleich wieder einpacke, bis der Schrank fertig ist. Und wenn der Schrank endlich fertig ist, dann kriegt er auch seinen Platz hier oben in seinem Fach. Ja, also wir gucken uns also jetzt nur rein einmal alles an, wie das Gerät nachher genau funktioniert, die ersten Tests, die Installation. Da gibt es dann natürlich nachher nochmal ein extra Video. Ja, was haben wir vorne? Wir haben hier vorne die riesengroße Blende, wo man alles einstellen kann, nicht motorisiert, das ist hier alles noch per Hand. Ich muss ihn aber ja nur einmal einstellen für diesen Raum und dann muss ich normal an das Gerät nicht wieder ran. Hier oben ist der Einstellung für Lenshift, horizontal und vertikal. Also wenn ihr das Gerät irgendwo seitlich im Schrank oder hinten stehen habt, dann könnt ihr das Bild auch ohne Probleme in die Mitte des Raumes holen. Lüftungsausgänge haben wir hier. Hier ist noch ein LED-Lämpchen. Hier ist der Infrarotsensor. Den drehen wir einmal. Hier haben wir dann ganz große Lüftungsschlitze an der Seite. Gucken wir uns noch mal die Anschlüsse auf der Rückseite an. Ja, bei den meisten Geräten Beamern ist das so gesehen Bedienfeld oben auf dem Beamer. Das hat man jetzt hier dezent weggelassen. Hier ist es auch noch mal ein Infrarotsensor von oben, je nachdem, wo das Gerät später steht. Wenn das Gerät irgendwo hinten auf dem Sideboard steht, kann man hierüber auch den Beamer bedienen. Ja, dann hat er hier ganz viele Anschlüsse in der Mitte, natürlich den Stromanschluss. Dann haben wir hier einen LAN-Ein- und Ausgang, einen optischen Audioausgang, weil man hier auch entsprechende Medien direkt anschließen kann und dann über einen Tonausgang mit Geräten verbinden wird. Wird bei mir nicht der Fall sein, der kriegt nachher nur ein HDMI-Kabel zum AV-Receiver und kriegt von dort aus dann sein Bildsignal. Ja, dann haben wir einen Media Reader für so gesehen einen USB-Anschluss. Dann haben wir hier noch zwei weitere USB-Anschlüsse, ein Audio-Out, einen alten Computerausgang, eine Service-Schnittstelle via USB und zwei HDMI-Anschlüsse, wo dann die entsprechenden 4K-Signale oder bis zu 4K-Signale eingespielt werden können. Ja, dann gucken wir nochmal auf die andere Seite. Da gucken wir jetzt nochmal von oben drauf. Hier oben stehen dann nochmal, was wir auch schon auf dem Karton gesehen haben, die entsprechenden Hinweise hier. An der Seite nochmal hinsichtlich der LED-Lampen. Das eine Lämpchen ist für Power, das andere für die Temperatur und das andere, dass die Lampe entsprechend gewechselt werden muss. Jetzt drehen wir nochmal hier zur Seite. Hier ist ein kleiner Lüftungsaus- oder Eingang. Und dann sind wir auch schon wieder vorne. Ja, das ist der BenQ 5700. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Fernbedienung. Da ist auch alles Wesentliche drauf. Die ist auch natürlich beleuchtet. Auch schön schwarz gehalten, passend zu diesem Raum. Ich habe ja hier auch alles sehr dunkel gehalten, dass hier nicht zu viele Ablenkungen durch äußere Lichtspiegelungen, Lichtverzerrungen da sind. Das ist die entsprechende Fernbedienung, klassische Fernbedienung, die man so kennt. Ja, das ist unser oder das ist mein neuer Beamer für diesen Raum, der BenQ 5700 W5700. Ja, so viel zu diesem Unboxing. Hoffe, ich konnte euch das Gerät schon mal einmal so kurz vorstellen.
Der ist doch schon, hat schon was, wie gesagt. Der wird dann später dann auch mal zum Einsatz kommen für Präsentationszwecke. Je nachdem, wofür ich ihn brauche, gucken wir mal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt natürlich dran, guckt, wie es weitergeht. Wie gesagt, irgendwann gibt es dann nochmal ein Installationsvideo, wenn das gesamte HiFi-Entertainment-System hier am Raum platziert wird. Die ganzen Lautsprecherboxen, der RV-Receiver. Er hier natürlich, der entsprechend seinen Platz da oben bekommt. Dann haben wir hier dann die anderen Lautsprecherboxen, die hier später drankommen. Das habt ihr aber ja auch schon in der letzten Folge gesehen. All das haben wir hier. Okay, so viel für heute, so viel für jetzt. Wir sehen uns demnächst mit weiteren Folgen auf meinem Kanal, dem Kanal von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Bis dann, tschüss und wiedersehen, wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye.